seinen Kumpel zwei Kugeln verpasst und der hat überlebt. Und läuft jetzt auf der Straße draußen rum und beklaut die Leute, um halt wieder nach oben zu kommen. Und radiert alle aus. Tötet alle. Der Film ist mit Mel Gibson, der Film ist geil. Heißt Paytime. Ne, warte mal. Zahltag. Heißt das Paytime? Ich weiß es nicht mehr. Muss mal gucken. Suchen Sie nach etwas Besonderem? Bitte, sehen Sie sich meine Sammlung qualitativ hochwertiger Problemlöser an. Danke ich doch. Jetzt stimmt der Preis wieder. Das kann man auch wieder verkaufen und kaufen. Oh, die Sniper hat er. Nee. Ich möchte mir im Moment nicht kaufen. Schade eigentlich. Eigentlich. Egal. 98. Und dann kriegst du jetzt von mir, pass auf, du kriegst die ganzen restlichen Trümmer, wo ich dabei habe. Die zwei, die Sadistenrüstung, der Raketenwerfer, die drei Raketen, den Schlag, schmutziges Frühlingsoutfit, die Schrotpatronen, das Sturmgewehr, die Talon-Kampfrüstung, die Tasse. Nö. Nö. Frühkriegskinderoutfit, gebe ich nicht her. Das üble Nachtzeug kann ich mal wegtun eigentlich. Naja, egal. Ist Nüsse, Nüsse, ne? Habe ich noch irgendwas? Buttermesser brauche ich. Blutpakete, drei Stück. Nein. Akzeptiert. Danke. Spenden. Muss los. Natürlich. Wie viel Gewicht haben wir denn jetzt zusammen? 127. Das ist jetzt natürlich. Also gut, ja, ist in Ordnung. Nee, da will ich jetzt eigentlich, da will ich doch gar nicht, ich will doch dahin. Guck, schau, da will ich hin. Bevor wieder so eine Pussy kommt. Hier, komm. Kate, ich werde sie nie vergessen. Ich. Hier entkeimt das Wasser, ja, hier, sauf, Was? sauf, sauf. Okay. Das Altmetall-Dummanöver, die Aschenbecher, das aufbereitete Wasser, den Badeanzug kann man rüber tun. Das Bunny-Outfit kann ich rüber tun. Kamins Anzug. Das Dummanöver. Gothic. Jeans-Outfit lasse ich mal da. Jeans-Overall. Jesse-Outfit. Maid-Outfit. Das möchte ich eigentlich, das ist ein Katzenoutfit. Dann gibt es natürlich noch ein Schwänzchen und die Ohren dazu. Aber die habe ich weggelassen. Ja, die habe ich einfach mal weggelassen, weil die brauche ich nicht unbedingt. Teddybär, dann nehmen wir mal den Teddybären rüber. Das Verdienstclipper, die Schrohfinde, du Fuchs. Ah. Das Western-Outfit, das üble Nachtzeug, nicht Nasszeug. Söldner, Charmeur-Outfit, du mal rüber. Die acht Schlüssel, das hier, das Skalpell. Mol 77, ja genau, dann du mal auch mal rüber. Die drei Zangen, Reinigungsmittelkartönlich, Pinzette. Ich brauche das Zeug eigentlich nicht im Moment. Sieben Hämmerchen. Dann haben wir noch die 48C Durchmanöver. Buttermesser, Buff-Out. Hoppala.
Okay, hätten wir eigentlich alles, ne? Oh, hier. Nicht doch, nein. Ich habe kaum was dazu gewonnen. Natürlich, selbstverständlich. Gewicht 26 Kilo, das geht noch. Da. Wir wollen zur Garage, jawohl. Da wollen wir hin. Und es ist wieder mal Stockbooster. Und ich habe nicht gespeichert. Ja, genau. Müssen wir mal kurz warten, bis er selber lädt. Wenn ich lade, dann... Okay. Zugang zur Vault 112 verschaffen, natürlich. Wenn alles so einfach wäre. Hallo, mein Freund. Wie sieht's denn aus mit Sterben? Ach, die Bruderschaft auch noch. Und ihren Drecksroboter und der Vogel hier. Ist mir wurscht. Nein, daneben! Daneben! Jetzt werde ich aber sauer hier. Och, wir haben Karma verloren. Na und? Yeah! Moment, die Talon-Brüder sind da drüben. Die nehmen wir zuerst aus. Nein, das sind jetzt alle auf einmal. Da hinten die Bruderschaft, hier die Talon, da drüben die Roboter und die Skorpione. Das ist natürlich alles irgendwie so... Es kommt alles auf einmal. Und die Kampflinde. Was ist eigentlich mit Burke geworden? Wo ist denn der Vogel eigentlich? Und er wollte uns ja ehelichen, beziehungsweise hat er Liebesbriefe geschickt. Dieser Schleimer. Und dann hetzt er uns diese Brüder hier auf den Hals. Das ist ein Chaot. Du Arschloch, du dummes, du, wo ist eigentlich der dritte Vogel hier? Warum finde ich den nicht? Die war doch zu dritt. Da liegt einer. Ach, guck, schau, da hat er sich verkrümelt, kann man sagen. Das ist Häufle Elend. Ich habe natürlich jetzt alles zum Reparieren weggetan. Ja, so ist das. Da räumst du ein wenig auf, weil du glaubst, es kommt nichts mehr. Und dann kommen da solche Hautdächen an. Die Kiste ist leer. Guck mal. Der auch. Gatling Laser. Dann haben wir hier so einen komischen Roboter. Wo ist eigentlich der andere Hautdächen? Sag an, wo ist denn dein Kollege? Du redest auch nicht mit jedem, oder? Finanzclipboard, Schachtel Kippen und Schnapsglas habe ich jetzt aufgelesen. Ich kann nicht wirklich viel gebrauchen, aber naja, egal. Alles klar. Wo hat es den anderen Typ hingewichst? Wo bist du hingeflogen? Guck mal, da liegt was. Ja, den hat es ein bisschen zerlegt. Da hinten liegt er nämlich. Da. Liegt ihr Gedärm und was davon übrig ist und... Hallo, hallo, ich bin's. Hallo, guck, schau, hallo. Ja, ich habe hier einen Bauchnabel gesehen. Das reicht mir schon. Das reicht mir für 100 Jahre.
Nein, ist das eklig. Was ist denn das hier? Ist da ein Kabel? Hängt da ein Kabel runter? Was ist das hier? Das ist nicht von mir. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Das ist ein Kabel. Kann man sich dann nachhängen? Wie? Was war das gerade? Muss ich mir da nochmal angucken. Das ist die Bruderschaft, oder was? Guck mal, da hängt die Bruderschaft vom... Habe ich den Roboter eigentlich durchsucht? Ja, ne? Ja, ja, den haben wir durchsucht. Da hängt die Bruderschaft runter. Oder wie habe ich das jetzt gerade ausgestoßen? War, glaube ich, irgendwas gelesen. War da gestanden. Ist ja auch egal, scheiß drauf. Geht mir am Arsch vorbei. Ach nee, brauchen wir ja. Da sind ja Viecher drin. Eigentlich wollte ich da drin pennen. Kann man da eigentlich drin pennen? Es bewegt sich noch. Gleich nicht mehr, ja, da kann man schlafen. Hier, guck schon. Aber nicht, wenn die Feinde da sind. Leere Brausesflasche. Leere. Oppala, leere Brausesflasche habe ich jetzt auch gelesen. Na, ist ja auch egal. Noch eine leere. Das wird mir eine leere sein. Ah. Einen Abfalleimer. Einmal. Abfall wird sofort entsorgt. Wie, der ist leer. Achso, der ist leer. Muss einem ja gesagt werden. Auf Hundeplatz. Elektrischer Lader, Altmetall, Wunderkleber. Altmetall, Lackierpistolen, 2 Stück. Hier haben wir noch ein bisschen Terpentin. Das ist gut, da kann ich meine Waffe mit sauber machen. Gewehrschrank, chinesische Pistole und 10 mm 8 Schuss. Das war's dann aber auch. Nein, hier haben wir noch was. 10 mm 8 Schuss und chinesische Pistole. Aha. So haben wir, glaube ich, auch mal ein Auto repariert. Allerdings war bei uns keine Steine, bei uns war es ein Reifen. Mit Felgen natürlich. Ein Rad. Das sah lustig aus. Ja, wenn man nichts hat, dann muss man halt mit dem auskommen, was man hat. Was einem zur Verfügung steht. Du blöde Kuh, du blöde. Du meine ich. Du. Blöde Sau, blöde. Ist wie Volt 112. Volt 112. Ja. Aber bevor wir da reingehen. Sie sind bereits bei bester Gesundheit. Bevor wir hier reingehen, machen wir einen Speicherpunkt und dann Pause. Da werde ich nicht gleich reingehen. Ich mache jetzt erstmal ein Päuschen. Naja, und mache dann später weiter. Weil 112, das wird wieder so ein Kapitel werden, so ein richtig schönes Abenteuer. Naja, schauen wir mal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.